läuft man tatsächlich miteinander. Und das gibt es sonst nirgendwo. Es ist ja so, dass es so legendär ist, dass du es ja auch dank dem Internet wirklich weltweit angucken kannst. Die ganzen 24 Stunden, die Zeit auf der ganzen Welt. Mach das mal, wenn du in Hamburg angekommen bist, wenn du bei uns beim 4,5G Livestreaming siehst. Ja, 26 Stunden dazu. Oh, 6 Sekunden dazu kommen. Also hier ist Udo Wünschnummer, der gesagt, Eifel, Prost, 4,5GL Livestreaming, Gigaspeed. Wo sieht das aus? Das sind viele Fenster. Mal ganz kurz, das Wetter hier in Alpen. Das wird ja später, das weißt du auch. Ja, du hast die Reifen erwähnt, die haben noch keine Erfahrung. Die Strecke hat einen tierischen Grip, das fiel mir schon gestern auf in den Vollierungen. Spannend ist es vielleicht, dass auf dem hier schon sehr viele bei den Temperaturen glaube ich schon, dass das schöne Zeiten haben wird, aber meistens verschleißt das gerne nicht. Wir beiden Musikkriegs, also natürlich als Musiker, als Musiklegende, als Musiker. Eifel von oben, wunderschön. Ja, und ich mache jetzt meine Frau gerade da. Ja, ja, schön, ja, ich hoffe, Sie hören einen Tag mehr, bevor es dann gleich losgeht. Ja. Und nächste Woche ist Rock am Ring. Also wenn man hier lau ist, dann hat man hier den Campingwagen, den Jahresurlaub investiert, denn das Weihnachten nächste Woche Rock am Ring. Bei dem Vorzeigefest über Deutschland ist ja auch nicht ganz von schlechten. Absolut, das sind zwei heiße Wochen. Ich finde es auch schön, dass Rock am Ring zurückgekehrt ist. Bei der fantastischen Rennstrecke, selbst glättender Asphalt, das wäre jetzt auch exklusiv Erfüllung. Anti-Aging-Creme. Ja. Das wird noch ein Thema sein. Der Anti-Aging-Creme ist morgen früh auch hier bei uns. Und da bedanken wir uns mal bei Michael Kraft, beim Andi, bei den ganzen Kollegen aus dem Wettbewerb. Das ist hier wirklich Team. Das geht nicht nur für den Team, sondern wenn man hier hinter den Kulissen groß ist, auch die Jungs, die Technik machen, das ist schon hammerhart. Aber was sind die, die hier im Mittelpunkt stehen? Muss Rennsport so sein? Es wird ja nach viel diskutiert mit der Formel 1, mit der Fanlehre. Das hier ist, glaube ich, beispielhaft. Ne? Ja, aber man muss sagen, das ist eine große Herausforderung. Die Fahrzeuge sind sehr schnell, das ist echter Hightech. Dementsprechend geht auch eine Sicherung der Sicherheit. Auch müssen einige Kompromisse gemacht werden. Die Diskussion ist ja bekannt. Manche Sachen, finde ich, sind sehr gut gelöst worden. Für uns Fahrer finde ich die Code 60-Regel und die Art des Permit A, das man machen muss als intelligenten Kurs, dass man so up-to-date ist, nicht mehr sehr gut geht. Über die Position von Zäunen und Lichtschutz kann man sicher in Details streiten, aber im Großen und Ganzen ist die Zielsetzung ja die. Die Fans müssen. Dann haben wir regenerierbares Öl, sprich Öl kann man eigentlich immer wieder verwenden. Es gibt spezielle Techniken, mit denen man das immer wieder reinigt. Das haben wir und dann haben wir auch noch zum Teil statt Kohlefaser aus Biofaser gefertigte Karosserieteile. Das sind im Prinzip die drei Hauptsäulen von dem Fahrzeug. Sonst ist es ein GT4. Da er aber nicht im Kass fährt, haben wir noch einen eigenen Anbau, nämlich unseren eigenen Spoiler. Und das ist nochmal das wesentliche Unterschied des Autos in Schnellkurven. Super Stefan. Jetzt hast du eben gesagt, mit der Anfangs quasi ihr plant eventuell mit drei mehr Wochen zu fahren. Aber hier kommt irgendwann rein, dann wird das erste Mal sein. Wir sind rund 1,15, 1 Stunde 15 sind die Stellen lang. Und dann, mal gucken, was dann die Sache ist. Ich denke, dass wir gleichzeitig mit dem gleichen Reifen im zweiten Sitz fahren und gucken, wie das wird. Aber keine Ahnung, da sitzen jetzt die gerade. Ich bin beim Testen vom Auto nicht so anwesend gewesen. Das macht der Danny Schellhaas, der fährt jetzt auch den ersten Stint. Mal gucken, was der uns dann im Funk erzählen wird. Dazu. Ja, vor allen Dingen, das ist ja für dich so, ne? Für alle, wir haben uns auch vorgenommen, dass der Weg aus dem Mozart-Auto, aus dem Auto raus nach vorne. Es muss ja erstmal die Anfangsphase, die jeder Startgruppe gleich hektisch genug wird, die muss ja erstmal überstanden werden. Aber da schon vieles erlebt. Heute sind es traumhafte Bedingungen. Wir hatten noch einen Moment Zeit, bis wir hier bei Startziel sind. Es war auf jeden Fall schon mal eine große Freude und Ehre, dass du hier mitgemacht hast in der Runde. Und wie würdest du das, weil du bist ja auch im Marketing zu Hause und schreibst Texte und kannst mit Worten gut umgehen.